Also ist einfach sehr, sehr eng. Und leider Gottes haben wir auch den ganzen Kreislauf dabei, dass wir großartig zerstören. Und das ist das, was ich mit der Musik eigentlich gern weitergeben möchte, dass wir einfach diese Achtsamkeit weiterhalten und Werte wieder vermitteln. Wir leben in einer werteverfallenden Gesellschaft und glauben, alles ist zum Kaufen. Dem ist nicht so. Leider Gottes werden unsere Bauern da sehr stark manipuliert. Auch ein Grund, warum die Bienen es schwerer zum Überleben haben, weil wir sehr viele Lobbyisten haben, die was einfach sagen, was scheinbar das Bessere wäre, was uns aber in den Ruin stürzen kann, wenn es nicht schon zu spät ist. Und wir die Bienen in Bezug zur Musik stellen, das ist ein ganz wichtiger Punkt, für mich halt auf alle Fälle, weil es hat alles seine Zeit. Und das lernt man ganz gut bei den Bienen. Das heißt, ich kann nicht im Winter ernten, ich kann nur im Sommer ernten und im Frühling muss ich säen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und das sieht man bei den Bienen. Man sieht bei den Bienen, dass man nicht alles kaufen kann, sondern dass man einfach die Natur achten muss, weil das kann man nicht kaufen. Und wenn was verrückt spielt und die Natur nicht mehr mitspielt, dann sind wir verloren. Und genau das möchte ich einfach in der Musik genauso weitergeben, dass wir einfach die Achtung haben vor der Kreatur. Ich hoffe, das gelingt mir einfach mit dem, was ich mache. Ich selber kann es mit den Bienen betreiben, aber ich hoffe, dass ich mit der Musik die Menschen begeistern kann draußen, wie wertvoll das Geschöpfe sind. Und dann geht's. Steigst du gleich mal ein. Okay. Einfach mal, dass dein Muster mal klar ist. Und wann kommst du dazu? Keine Ahnung. Und ich teile es mal an. Probieren wir es noch einmal ohne Percussion. Nur dann gleich so zur Nummer. Beim Beginn. Ich spiele zusammen den ersten Teil und dann steigst du mal auf den zweiten Teil, wie sich das hebt einfach. Einmal den ersten. Einmal den ersten. Okay, die übernehmen. Der einzelnen Musiker zusammen in dem musikalischen Konglomerat, was wir da einfach erarbeiten und jeder seine eigene Persönlichkeit nicht nur haben darf, sondern eigentlich fast haben muss. Also ich fordere einfach jeden Musiker außer, dass er sich in seinem Element selber da findet und dass er selber da wirklich sein Mann oder seine Frau richtig stellt. Also er muss wirklich schauen, wer bin ich? Wer bin ich in der Gruppe, aber wer bin ich wirklich als Mensch? Also da ist er in der Gruppe sehr gefordert. Haben wir schon sehr interessante Projekte hinter uns, von musikalischem Lustspiel bis über Musikkabarett, wo wir halt schauspielerisch arbeiten, musikalisch arbeiten, wo es nicht an jeden taugt, wo viele an ihren Grenzen kommen, wo wir intern starke
Reibungen gehabt haben und Konfrontationen. Aber genau das macht es dann aus, weil wenn man diese Phase durchtaucht, dann kann das einen großen Bewusstseinssprung machen. Teilweise für mich und teilweise auch für die ganze Gruppen, also für jeden Musikanten, sage ich jetzt einmal, weil man ja viel, viel daraus lernt einfach. Man muss sich nur dem Aussetzen und Aussetzen trauen. Und da machen viel vorher zu, die gehen den Weg nicht. Und darum haben wir einige Musikerwechsel schon bei uns gehabt einfach. Also ich denke da noch in die Anfangszeit, also die ersten 5 Jahre, ja am Anfang super, wir machen da die Musik, das passt gut. Und solange wir noch nicht keinen Auftritt gehabt haben oder nicht bekannt waren recht, ist das ja noch nicht so problematisch gewesen. Nur problematisch ist dann geworden, wie dann die ersten Auftritte gekommen sind. Und wo man dann gemerkt hat, jetzt spielen wir da und die Leute wollen dann hören natürlich die volkstümliche Nummer oder den Hit oder den Schlager und dann spielen wir halt das und das und das. Und dann sind auf einmal die groben Diskussionen losgegangen. Naja, wir müssen das kennen und das kennen, weil die Leute wollen ja das hören. So genau, das ist aber nicht unser Schwerpunkt. Wir müssen ja, wir machen unsere Musik. Natürlich vordergründig jetzt meine Musik einmal oder meine Gedanken, aber die Persönlichkeiten der Musiker kommt da dazu natürlich. Das ist für mich das Wichtigste oder das Grundelementare. Das ist eigentlich unser Weg. Also wegen dem machen wir das eigentlich. Und da habe ich gemerkt, da gibt es einfach dann ganz unterschiedliche ja, Empfindungen, sage ich jetzt einmal, von den Menschen einfach. Und der eine ist halt einfach so gepolt, dass er halt eher sich dem fügt und dem nachgibt und immer entsprechen möchte, was halt momentan die Gesellschaft für ihn fordert. Und nur die stabilsten Charaktere, sage ich jetzt einmal, die bleiben halt auch dabei, dass sie sagen, probieren wir das aus, auch wenn uns momentan die Leute nicht mögen. Probieren wir das aus, ob da nicht vielleicht was Neues entsteht einfach. Weil nur so passiert ja eigentlich wirklich eine neue Entwicklung. Ich kann nicht sagen, da gibt es einen Markt dafür, wann ist noch gar nicht ausprobiert. Am Sonntag, da kommen die Stadtleute aufs Land. Sie kraxeln wie die Gansbäcker auf die Berge umeinander. Sie puzzeln, meine Mädel in das Sassen drin. Und ich schau ihr dazu, ihr weißer Ring. Du, ich bin's wieder. Bis das der Teufel holt, mein Arme Söse, ich bin's wieder. Bis das der Teufel holt. Der Leidl schaut auf euch, was sind wichtige Werte für euch, für eure Kinder und für die Umwelt, unsere Natur einfach. Schauen wir auf das, schauen wir nicht nur auf uns selber, es muss uns selber gut gehen, keine Frage, aber schauen wir auf den Nachbarn, ganz wichtig. Weil erst wenn es uns alle gut geht, dann leben wir da in Frieden und dann können wir einfach das wirklich teilen. Und das war der Traum und das möchte ich einfach, die Freiheit nehmen, das möchte ich bei den Nockerl leben können. Und ich wünsche mir einfach so, dass alle Parteien abgeschafft werden, weil dann wurden endlich Sachthemen diskutiert. Das war das um und auf. Wir brauchen keine Partei, weil es geht aber nur um das, welche Farbe gewinnt. Und wenn es dann gewonnen hat, die Farbe, dann warten sie bis zur nächsten Wahlperiode und ein Jahr vorher machen sie wieder neue Wahlthemen, damit sie wieder die Stimmen fangen. Aber es geht nichts weiter. Und es ist wurscht, ob du jetzt anschaust, Asylpolitik, also Flüchtlingspolitik, Arbeitspolitik, das sind sicher nicht Gegensätze. Also da muss man sehr vorsichtig sein. Es ist irrsinnig komplex einfach, aber wenn wir da nicht handeln, bald handeln, dann ist die Gefahr groß, dass wir uns einfach gesellschaftlich auseinanderentwickeln und dass die Einheit einfach irrsinnig zerfällt in ja, interne Konflikte. Und da muss man durch. Und da sind wir jetzt gesellschaftlich gefordert. Und ich hoffe, mit dem Nachgang können wir da ein bisschen ein Vorbild sein, wie das vielleicht funktionieren kann. Einfach.
We'll be right back.
Gut, das war einmal das erste Gehen und einmal noch.